nicht gut. Was hab ich doch die ganze Zeit scharf gemacht? Was? Bist du noch ganz richtig? Für Vergewaltigung gehst du in den Knast? Ich hab nichts gemacht, Mann! Ich wollte dir nur helfen, weil sie... Erzähl keinen Scheiß, Mann! Doch, wirklich! Ich bin doch kein Freak! Das ist meine Schwester! Das ist deine Halbschwester, die du gerade flachlegen wolltest, du Arsch! Verschwinde aus meinen Augen, raus hier ganz schnell. Warum gehst du nicht ran? Mann, ist Jenny, ich will nicht rangehen. Ich war im Rockcenter, verstehst du? Ich bin diese Melissa angegangen wie eine Löwenmutter, die ihr Junges verteidigt. Ich hab dir gesagt, dass Jenny meine Tochter ist, nicht ihre. Das hast du dir gesagt, der Brock? Ja, das hab ich dir gesagt. Ich weiß, das war nicht die feine Englische. Ich war einfach so sauer, verstehst du? Das ist meine Ecke da. Und er hat die arrogante Schnelle so was von verdient. Jetzt bin ich Jenny bestimmt wieder total peinlich. Quatsch, mach dir mal keine Sorgen. Ich kann nur nicht zulassen, dass sie mir meine Tochter wegnimmt. Mit ihrem Luxus und ihrer Firma und das ganze Zeugs. Hey, 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 du bist ihre Mutter und bleibst auch, ja? Jenny weiß, wo sie hingehört. Mach mal keine Sorgen. Meinst du? Ja, meine ich. Hm. Sind Sie Herr Brock? Ja, Mensch, Ines, was machst du denn für Sachen? Hä? Bruder. Sie sind Geschwister? Halb Geschwister. Danke, dass Sie hergebracht haben. Mein Kopf. Alles dreht sich. Es ist morgen bestimmt besser. Nicht gehen. Du musst jetzt schlafen. Ich brauch dich. Du bist meine Familie. Mein großer Bruder. Und mein süßes Brüderchen. Ich hab dich so, so lieb. Ihre Stimme in der Aufsichtsratssitzung. Und wir beide sind im Geschäft. Schnell und unkompliziert. Na, wie klingt das? Das klingt witzig. Er friert die Hölle zu. Das wollen wir doch mal sehen. Was ist denn los? Die Berliner Polizei. Was soll denn das? Einmal rüber an den Wagen. Ey. Was soll denn das? Hallo? Hände an den Wagen. Mann, könnte ich mal erfahren, was hier los ist? Auf mich zu begrabbeln. Was ist denn Scheiß? Was haben wir denn hier? Die sind nicht von mir. Ja, ja. Ich hab damit nichts zu tun, ja. Fuck! Was soll ich denn machen? Sei einfach mal wieder meine kleine Jenny. So wie früher. Aber ich bin halt keine 8 mehr. Das musst du jetzt auch mal langsam verstehen. Ich habe einen coolen Job, ja? Und ich möchte einfach diesmal die Chance nutzen. Verstehst du? Ja, versteh ich. Das ändert aber nichts daran, dass du für mich die beste Mama auf der ganzen Welt bist. Dich gibt es wirklich nur einmal. Genauso wie meine Familie. Und euch kann nichts und niemand in der Welt austauschen. Egal, was passiert. Egal, was passiert. Ach, kleine Mann. Schon unangenehm, so ein unfreiwilliger Aufenthalt auf dem Revier. Aber jetzt sind sie ja wieder raus, fürs Erste. Genießen Sie die frische Luft, solange Sie noch können. Was soll denn das Ganze? Was genau wollen Sie von mir? Ich will nur, dass wir uns gut verstehen. Also vor allem im Hinblick auf die Vorstandswahl, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich weiß, was Sie meinen. Und Sie wissen auch, dass Sie meine Stimme nicht kriegen. Das wäre schade. Also vor allem für Sie. Oder glauben Sie, das, was heute passiert ist, war Zufall?
wünschte, ich könnte das einfach alles wieder gut machen. Du hattest deine Chance. Bitte. Der Job ist alles für mich. Ich hab doch nichts. Was soll ich denn sonst machen? Na, wisch das weg. Das ist ja jämmerlich. Bitte geben Sie mir noch eine Chance. Wozu? Eine letzte Chance. Na? Damit du es wieder versaust? Nein. Nein, ich schwöre, das passiert nicht mehr. Sowas passiert nicht mehr. Ich mache alles, was Sie sagen. Alles. Bitte. Bitte.